Okay, hi Leute. Freitag war ja das Sokofest gewesen. 400 Gems habe ich reingeballert. Es kam wirklich nur Schrott raus. Zwei Legends, die ich aber schon hatte. Das habt ihr ja gesehen. Ja, ich war schon ein bisschen enttäuscht gewesen. Nach 6 Monaten Sparen gerade mal ja eigentlich nichts bekommen zu haben. Außer die neuen Timeskip-Charaktere, außer Ruffy. Und der ganze Rest war für den Arsch. Auf jeden Fall habe ich lange überlegt und am Samstag morgens direkt mal ein Multi gestartet. Ich war eigentlich bisher immer Free-to-Play gewesen, habe nur gedacht, komm, einmal geht auf jeden Fall. Hab mir Gems geholt und morgens ein Multi direkt gestartet, ja. Ich hätte es aufnehmen müssen, wäre schon geil gewesen. Ich habe in dem einen Multipull 4 Legends bekommen. Genau die 4, die ihr jetzt seht. Der Hammer. Ich habe mich gefreut, das gibt's nicht. Die 400 Gems, die ich verloren habe, war so. Das war sofort wieder weg. Ich hab's vergessen. Kein Problem. Dann abends. Es geht weiter, das ist nicht fertig, das ist ja das Geile. Dann abends, Alter. Nachts um 3 Uhr, Kumpel und ich haben beide jeweils nochmal 2 Multipulls gemacht. Ich habe in den 2 Multipulls nochmal 4 Legends bekommen. Um 3 Uhr nachts. Ach, das gibt's nicht, gell? Genau die ihr jetzt sehen könnt, die habe ich gezogen, Alter. Um nachts, um 3 Uhr, ich konnte nicht schlafen. Ich war voll gepumpt mit Adrenalin. Aber 3 Pulls, 8 Legends, Alter. Ich habe 2 Jahre lang mit 5 Legends gezockt. Jetzt habe ich auf einmal 8 Legends. Ich bleibe jetzt weiterhin wieder free to play. Ich habe nur gedacht, ja gut. Irgendwie war es ja ein Trap gewesen am Freitag. Das war sehr, sehr ärgerlich. Aber es haben so viele gute Charaktere gezogen. Ultra viele. Und da habe ich gedacht, komm, einmal kann man da reinpayen. Ich meine, es geht auf jeden Fall klar, ja. Ob ich mir jetzt jedes Jahr FIFA für 70 Euro holt oder in 2 Jahren jetzt einmal ein Huni reinsteck, ist okay. Auf jeden Fall. Ja. Also, ich würde sagen, mit Ruffy hat man auf jeden Fall das Spiel fast schon durch, oder? Das ist so krass, ich kann es nicht glauben. Ich kann es heute noch nicht glauben. Schade, dass ich es nicht aufgenommen habe. Das am Morgen habe ich. Ich habe da niemals erwartet, dass sowas passiert. Und das gegen abends oder gegen nachts. Das habe ich nicht aufgenommen. Ja, mit dem Kumpel gepult. Das wäre ein bisschen zu doof gewesen. Ich habe gedacht, wir pullen da mal in Ruhe und. Der Hammer. Also, ich bin jetzt mega glücklich. Mir fällt nichts mehr ein. Nebenbei noch so als Empfehlung, in der japanischen Version kommt jetzt eine Aktion mit 3 Multipuls. Also wenn du 3 Multipuls machst, hast du einen roten Charakter safe. Ich kann mir vorstellen, dadurch, dass die globale Version extrem schnell aufholt, dass es nicht lange dauert, bis es bei uns gibt. Deswegen empfehle ich euch, wenn ihr pullen wollt, spart euch, wenn es geht, mindestens 150 Gems, dann habt ihr einen roten, also einen Red Poster. Habt ihr dann safe. So nebenbei am Rande. Ich denke mal, die nächsten Sokos werde ich erstmal auslassen. Ich muss weiter noch Ruffy farmen, ne? Kainu wird wohl ausgelassen. Fällt mir eh ein Red Dragon. Um ihn zu entwickeln, was mich ein bisschen geärgert hat. Egal. Für mich doch noch ein Super Soko. Das hat mich sehr gefreut. Da kann ich auch die 400 Gems vergessen, ne? Geil. Ich wünsche euch was. Ciao.